Einen wunderschönen guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher von Henschels Welt. Dieser Hotelaufenthalt diesmal war nicht geplant, aber leider habe ich in Zürich meinen Flieger verpasst und so musste ich hier im Hilton Hotel am Airport in Zürich eine Nacht verbringen. So, und das Zimmer, das gucken wir uns jetzt natürlich einmal an und lassen uns das nicht entgehen. Bis gleich, viel Spaß. Wir beginnen jetzt einmal mit einem kleinen Präsent der Hilton-Gruppe, was man als Gold-Member üblicherweise bekommt. Ich habe dieses Hotelzimmer noch im Regionalexpress von St. Moritz nach Zürich schnell gebucht, als klar war, dass ich meinen Flieger nicht mehr bekomme, weil diesmal die Schweizer Bahn unpünktlich war und sogar um 1,5 Stunden. Das ist normalerweise nur der Deutschen Bahn vor. Enthalten, aber die Schweizer machen dieses auch hervorragend, die Verspätung. So, dieser Wecker hier, der ist eigentlich typisch für alle Hilton-Hotels. Da kann man per Schnellwahltaste oben sein Genre auswählen, ob man jetzt Pop, MP3, Latin, Klassik oder Softrock hören möchte. Man kann natürlich auch den Wecker einstellen, das ist mir aber alles immer viel zu kompliziert. Aber wie gesagt, Hilton typisch. Ein auch recht typisches Zimmer. Ein Deluxe-Zimmer in diesem Falle und ja, schon etwas verwohnt. Ich habe da gerade schon eine Kleinigkeit gesehen. Das ist von der Optik her, würde ich mal sagen, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, so um die Jahrtausendwende gebaut oder renoviert. Hier zum Beispiel, ja, das sind so Kleinigkeiten. Da geht schon der Belag der Lampe an der Seite etwas ab. So, der 32 Zoll Fernseher. Eigentlich schon relativ geräumig. Hier haben wir die Minibar mit den dazugehörigen Besteck und Gläsern. Da kann man dann hier nochmal Instant-Kaffee zubereiten oder auch Tee in allen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Kamille, Pfefferminze, wer es mag, ist da bestens bedient. So, hier ist die Minibar, die Dame an der Rezeption sagte mir, dass ich als Goldmember alle Getränke frei habe. Dafür habe ich zwar keinen Zutritt zur Executive Lounge, aber die ist, glaube ich, jetzt um nach 10 Uhr auch nicht mehr offen. Aber ihr seht, hier sind alle Alkoholiker und auch nicht alkoholische Getränke vorhanden. Das heißt, der Abend oder die Nacht ist gerettet. So, was haben wir hier? Da haben wir den Safe, Bademantel. Das Schwimmbad zu testen werde ich wohl heute nicht mehr schaffen. Da ist die Kofferablage und auch Hilton typisch das Bügeleisen mit dem Bügelbrett. So, das ist ein Bau, ich würde mal sagen, Baujahr 70, in den 70er Jahren irgendwo erbaut. Und wie gesagt, vom Design her tippe ich so auf die Jahrtausendwende. Das Bad dürfte sogar noch neuer sein. Das sieht mir relativ frisch renoviert aus. Sehr schön gemacht hier mit diesem Anthrazitton. Die schwebende Toilette und die Badewanne mit Dusche. Ja, zweckmäßig eingerichtet, aber doch typisch im Hilton-Stil. Hier kann man sich wohlfühlen. Recht angenehme Ambientbeleuchtung. Hier fährt übrigens ein Shuttlebus direkt zum Airport. Der fährt alle Viertelstunde von morgens 5:30 Uhr bis abends 23:30 Uhr. Das Ganze kostenfrei. Als Goldmember hier nochmal so ein kleiner Blick nach draußen. Da sieht man jetzt nicht wirklich viel, weil es schon dunkel ist. Habe ich auch den Wi-Fi-Zugang kostenfrei und ein kontinentales Frühstück, was auch im Preis mit inbegriffen ist. Klimatisierung versteht sich von selbst in dieser Kategorie. Das jetzt mal im Schnellverfahren heute. Das Hilton in Zürich, in der Schweiz, am Flughafen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal.